Vorschleifen kommen auch in der Klausur vor, zum Beispiel hier in der Frühjahrsklausur 2020 in dieser Teilaufgabe. So, hier haben wir ein erstes einfaches Beispiel für eine Vorschleife. Es geht um den oberen der beiden Roboter, der da oben nach rechts zeigt. Und jetzt beobachten Sie, was passiert. Der ist jetzt 5 Schritte vorwärts gegangen durch die Anweisung, die Sie hier unten sehen, durch unsere erste Vorschleife. Ja, die 5, die finden Sie da natürlich wieder. Warum das Ganze so kompliziert ist und was das jetzt genau besagt, werden wir im Laufe dieses Videos dann klären. Aber wir halten erstmal fest, wenn wir da so ein komisches Konstrukt schreiben, einfach blindlings, weil wir es jetzt vielleicht noch gar nicht verstehen, wir werden es später verstehen, aber wenn wir das einfach blindlings so schreiben und da, wo die 5 steht, irgendeine Zahl hineinsetzen, die uns gefällt, dann wird entsprechend oft das, was danach in geschweiften Klammern kommt, eine Anweisung in diesem Fall, können auch mehrere Anweisungen sein, entsprechend oft dann ausgeführt. Genauso hier, wir haben dreimal jetzt Turn Left mit dem anderen Robot ausgeführt und das bedeutet, er hat sich also die Vorschleife, da sehen Sie an der besagten Stelle jetzt eine 3, wo vorher eine 5 stand, das heißt dreimal ausgeführt, einmal Turn Left, dreimal Turn Left ist so viel wie einmal Turn Right. So, oben sehen Sie nochmal das, wie es wirklich richtig in Java aussieht. Unten, ich werde mir die Freiheit nehmen, eine Verkürzung hinzuschreiben, bis auf Weiteres, wo diese ganzen Details, die wir jetzt noch nicht so richtig durchdringen können, wo diese ganzen Details wegfallen, einfach durch Punkt, Punkt, Punkt ersetzt sind. Und das Einzige, was wirklich wichtig ist, nämlich die Zahl der Durchläufe, die lasse ich da stehen. Das, was Sie in der unteren Zeile sehen mit dem zweimal Punkt, 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 ist kein Java-Code. Können Sie nicht in einen Java-Quelltext hineinschreiben und dann hoffen, dass der Compiler das kompiliert, sondern das werden wir nur, diese verkürzte Schreibweise werden wir nur auf diesen Folien hier anwenden, um die Folien übersichtlich zu gestalten. Und solange wir mit den Details noch nicht herumhantieren, den Blick auf das Wesentliche dann zu fokussieren. So, hier so eingebettet in vorangehende und nachfolgende Anweisungen könnte das aussehen, so eine Vorschleife. Wir halten fest, dass dieser Wert, der an dieser Stelle steht, der angibt, dass wie oft die Vorschleife zu durchlaufen ist, dass dieser Wert nicht einfach so eine Zahl sein muss, sondern könnte zum Beispiel einer dieser arithmetischen Ausdrücke wie hier sein. Sie sehen in jedem Beispiel jeweils einmal, so wie es richtig in Java ist, zuerst und dann nochmal unsere Verkürzung mit Punkt, 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 die wir nur jeweils auf den Folien hier verwenden können, aber dafür ausgiebig hier verwenden, um eben zu fokussieren auf das, was wesentlich ist, wie oft die Vorschleife durchlaufen wird. Also, gehen wir nochmal durch. 3 minus 5 plus 6 ist 4. 2 mal 4 ist 8. Dann 2 plus 2 ist 4 und dann 11 modulo 3 ist 2. Das heißt, das Ergebnis sieht so aus, wenn wir zwischen den einzelnen Schleifen jeweils nochmal einen Turn Left reinsetzen, um deutlich zu machen, wie jeweils die einzelnen Wege hier, die einzelnen Linien mit Münzen gezeichnet, zu den einzelnen Vorschleifen gehören. So, Vorschleifen sind aber viel allgemeiner als das, was wir jetzt eben gesehen haben. Was wir jetzt eben gesehen haben bisher, nennt man auch Zählschleife, weil wir einfach angeben, in Form einer Zählung, einer Zählvariablen, wie häufig diese Vorschleife zu durchlaufen ist. Aber Vorschleifen sind, wie gesagt, viel allgemeiner in Sprachen wie Java. Und deshalb nähern wir uns dem Thema Vorschleife nochmal von einer anderen Richtung her, was wir schon kennen, nämlich die While-Schleife. Hier unten rechts sehen Sie ein einfaches Beispiel für eine While-Schleife. So wie wir das im Video zu While-Schleifen gesehen haben, und dieses Video zu While-Schleifen sollten Sie sich ja nochmal anschauen, bevor Sie sich jetzt dieses Video zu Vorschleifen antun. So, hier oben sehen Sie eine Vorschleife und Sie sehen schon ziemliche Korrespondenzen da drin. Was wir zunächst mal festhalten, so wie in den ersten Beispielen, die wir bisher gesehen haben, nach vor kommt jetzt wieder etwas in runden Klammern, aber diesmal etwas komplizierter strukturiert als bei While-Schleifen
und Duvalschleifen und auch if-else-Verzweigungen, nämlich drei Teile, die jeweils durch Semikolon voneinander getrennt sind. Und Sie sehen, was das jeweils beinhaltet. Das, was zuerst vor dem ersten Semikolon in diesen runden Klammern kommt, das ist einfach eine beliebige Anweisung, die vor der eigentlichen Schleife kommt. Das, was dann als zweites zwischen den beiden Semikolons kommt, das ist die Fortsetzungsbedingung der Schleife. Und das, was danach kommt, als dritter Teil nach dem zweiten Semikolon, das ist noch eine zusätzliche Anweisung in der Schleife. Das heißt also, wenn die Vorschleife hier durchlaufen wird, oben links, dann wird einmal dieser erste Teil in diesen runden Klammern durchlaufen, diese Anweisung wird ausgeführt. Dann wird jedes Mal, das hier durch Korrespondenz mit der Wahlschleife, können Sie das sehen, am Anfang jedes Durchlaufs durch die Vorschleife, wie bei der Wahlschleife, im Gegensatz zur Do-Wahlschleife, wird jeweils die Fortsetzungsbedingungen ausgewertet. Und wenn die True ist, geht es in den Schleifenrumpf hinein. Und am Ende, nachdem die explizit in den Schleifenrumpf geschriebenen Anweisungen durchlaufen sind, wird dann nochmal das hier ausgeführt, was hier als dritter Teil steht. Hier, das finden Sie hier als dritte Anweisung im Rumpf der Wahlschleife hier gegenüber. Und dann geht es halt, wie Sie von der Wahlschleife erkennen, wenn die Fortsetzungsbedingung nicht mehr erfüllt ist, geht es dann mit der nächsten Anweisung nach der Vorschleife weiter. So, das ist die allgemeine Konstruktion. Sie sehen also, im Prinzip ist die Vorschleife nichts anderes als eine Abkürzung, eine abgekürzte Schreibweise für eine Wahlschleife unter bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingung ist zum Beispiel in der Zählschleife gegeben. Jetzt kommen wir also wieder zurück zu der Art von Schleifen, mit der wir in diesem Video gestartet sind, Zählschleifen. Und jetzt können wir auch verstehen, was hier wirklich steht. Einmal, bevor die eigentliche Schleife ausgeführt wird, wird hier diese Anweisung ausgeführt. Das heißt also, es wird eine Variable i vom Typ int eingeführt und mit 0 initialisiert. Einmal und dann beginnt die Schleife. Und zwar damit, wie bei der Wahlschleife, dass die Fortsetzungsbedingung abgetestet wird, i kleiner 10. Und Erhöhung von i um 1 passiert dann immer am Ende, nachdem der eigentliche Schleifenrumpf ausgeführt wird, sozusagen als zusätzliche Anweisung im Schleifenrumpf. So, das heißt, hier passiert irgendwas, was jetzt hier im Schleifenrumpf passiert, ist uns eigentlich vollkommen egal, nur danach, am Ende, nach der letzten Anweisung hier im Schleifenrumpf, kommt dann noch das E++, bevor es dann wieder mit der Fortsetzungsbedingung weitergeht. Und Sie sehen hier den Durchlauf durch eine solche Vorschleife, mit i kleiner 10 als Fortsetzungsbedingung. Ich verwende hier nicht das i, um anzugeben, der wievielte Durchlauf das ist. Das ist ein bisschen problematisch, weil i ja mit 0 beginnt. Das heißt, der erste Durchlauf ist mit 0, der zweite Durchlauf mit 1 und so weiter. Deshalb verwende ich hier als k zur Angabe, wievielter Durchlauf das ist. K, erster Durchlauf, zweiter Durchlauf, dritter Durchlauf. So, zu Beginn des Kartendurchlaufs. I ist initialisiert mit 0, das heißt, zu Beginn des ersten Durchlaufs ist I 0 und die Fortsetzungsbedingung 0 kleiner 10 passt. Also ist true, man geht in den Schleifenrumpf hinein und am Ende wird I++ ausgeführt. Das heißt also, zu Beginn des nächsten Durchlaufs, des zweiten Durchlaufs, ist I jetzt nicht mehr 0, sondern 1, ist immer noch 1 kleiner 10, Fortsetzungsbedingung ist immer noch erfüllt. Geht wieder weiter, wieder I++ und so weiter und so fort, bis irgendwann zu Beginn des 11. Durchlaufs, der da nicht mehr wirklich ausgeführt wird, ist I10, wird nicht mehr ausgeführt, eben weil 10 nicht kleiner 10 ist, weil die Fortsetzungsbedingung mit diesem Wert für I jetzt nicht mehr stimmt. So können Sie sich das Ganze dann vorstellen, wieder im Flussdiagramm. Sie sehen, das ist schon ziemlich ähnlich zum Flussdiagramm der Wahlschleife, was ja auch kein Wunder ist, denn das Flussdiagramm der Wahlschleife ist, also es ist ja fast eine Wahlschleife, nur ein bisschen mehr drumherum gebaut. Ja, die eine Anweisung, die vor der eigentlichen Schleife kommt, dann die Fortsetzungsbedingung und nach dem Schleifenrumpf noch das, was im dritten Teil im Schleifenkopf steht. Ansonsten eigentlich wie eine Wahlschleife, logischerweise.
hier nochmal jeweils die Stelle markiert, an jeder Position im Flussdiagramm, worum es da jeweils geht, welche dieser Stellen in der gesamten Vorschleife da jeweils notiert ist. Hier eben das, was vor dem ersten Semikolon im Schleifenkopf kommt, diese eine Anweisung, die nur einmal durchgeführt wird. Wir haben geklärt, die Fortsetzungsbedingung ist zwischen den beiden Semikolons der zweite Teil dieser komischen Konstruktion da innerhalb des Kopfes der Vorschleife. Dann wird hier der Schleifenrumpf ausgeführt und dann wird noch der dritte Teil ausgeführt von dem, was da im Schleifenkopf zwischen getrennt durch Semikolon steht. Und ansonsten gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Es ist dasselbe, was wir eben auf der vorangegangenen Folie gesehen haben. Auch hier wieder der Hinweis, dass wir natürlich eine solche Schleife, auch die Vorschleife, wie jede Kontrollstruktur auch verstehen können, als eine einzelne komplexer strukturierte Anweisung, die eine komplexer strukturierte Aufgabe macht, zum Beispiel eine Zählschleife für i gleich 0 bis 10, führt 10 mal jetzt irgendeine Aufgabe durch. Das ist dann die Gesamtaufgabe der Vorschleife. Und wenn wir das so abstrakt sehen, ordnet sich die Vorschleife auch wieder ein in die lineare Abfolge der Anweisungen. So, interessant wird es jetzt natürlich, wenn mehrere Vorschleifen, so wie Sie hier sehen, ineinander geschachtelt sind. Das ist ein sehr häufiger Fall. Zum Beispiel in mathematischen, numerischen Anwendungen kommt das praktisch überall vor, aber auch in vielen Anwendungskontexten, dass zwei Vorschleifen ineinander geschachtelt sind. Links sehen Sie das, wie das in Java aussehen könnte, nur beispielhaft natürlich. Und rechts sehen Sie für dieses Beispiel dann, welche Folge von i- und j-Werten hier durchlaufen wird. Sie sehen also, für i gleich 0 wird einmal die innere Vorschleife durchlaufen. Hier, das ist dieser erste Block. Für i gleich 1 wird dann die innere Vorschleife einmal durchlaufen. Das ist der zweite Block. Wieder durchläuft j alle Werte 0 bis 3. Dann für i gleich 2 wird die innere Vorschleife durchlaufen und so weiter und so fort. Sodass sich in dieser Reihenfolge linke Spalte, dann rechte Spalte, dann diese Werte für i und j jeweils ergeben. Diese werden durchlaufen. So kann man sich das dann mit den zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen vorstellen. Ja, Sie haben hier die äußere Vorschleife, wozu das gelb hier unterlegte der Schleifenrumpf ist. Und der Rest ist alles weitere für die äußere Vorschleife. Der Schleifenrumpf ist gerade der äußeren Vorschleife, gelb unterlegt ist gerade die innere Vorschleife, die wir natürlich dann auch wieder zusammenfassen können zu einem Schleifenrumpf eben für die äußere Vorschleife und noch einen Schritt weiter gehen, wieder die gesamte äußere und innere Vorschleife, das gesamte Konstrukt dann als eine einzige Anweisung betrachten, die halt für eine große Anzahl von Paaren von Werten i und j dann immer etwas tut. Das sehen Sie dann zum Beispiel hier in Aktion. Hier haben wir ein Beispiel dafür, dass wir eine äußere Vorschleife haben und da drin sind sogar zwei innere Schleifen hintereinander. Die eine Schleife, da wird also die äußere Schleife, die geht durch alle Zeilen hindurch, nicht? Und 9 Zeilen in dem Bild unten rechts und die innere Schleifen, die erste innere Schleife geht in jeder Zeile von rechts nach links und legt eine Münze ab. Die zweite innere Schleife geht dann auf der nächsten Zeile von rechts nach links und legt keine Münze ab, denn natürlich soll auf jeden Fall nur eine Münze abgelegt werden. Das heißt also, wir müssen uns entscheiden, wollen wir in der ersten inneren Vorschleife von links nach rechts Münzen ablegen oder alternativ wollen wir in der zweiten Vorschleife von rechts nach links Münzen ablegen. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Sie müssen wenn Sie innere und äußere Vorschleife haben, müssen Sie die Zählindizes unterschiedlich benennen. Also Sie müssen mindestens bei den beiden inneren Vorschleifen etwas anderes als i wählen. Sie könnten bei beiden inneren Vorschleifen auch j wählen, also dasselbe auf jeden Fall wählen. Hier habe ich mich dafür entschieden,
unterschiedliche Zählindizes herzunehmen für die beiden inneren Vorschleifen zur genaueren Abgrenzung. Ist natürlich wichtig, dass I und J, dass sie in der inneren Vorschleife nicht nochmal I verwenden, weil dann im inneren Schleifenrumpf greifen sie ja potenziell auf I zu und auf J zu. Und das Problem dann ist, wenn sie beides I nennen würden, ist nicht klar, welches der beiden Is ist denn jetzt gemeint, wenn sie in der inneren Vorschleife auf I zugreifen. Deshalb ist das von vornherein verboten, geht nicht ganz Compiler durch. Sie müssen bei einer inneren Vorschleife einen anderen Zählindex wählen als bei der äußeren Vorschleife. Da müssen Sie sich nicht beschränken natürlich auf das, was ich eben auf der letzten Folie gemacht habe, nämlich auf Zeichen des Alphabets, sondern Sie können zum Beispiel auf die Art und Weise beliebig viele Zählindizes für beliebig viele Vorschleifen dann einrichten. Hier nochmal eine etwas anders gelagerte Situation als eben, als wir ein Rechteck gefüllt haben. Jetzt wollen wir ein Dreieck füllen und Sie sehen, was der Unterschied ist. Der Unterschied ist eigentlich nur hier an diesen beiden Stellen, nämlich, dass wir nicht von für j gleich 0 bis j kleiner 10 gehen jeweils, sondern jeweils abhängig von dem Wert der äußeren Schleife. Das heißt also, für i gleich 0 passiert hier gar nichts. J ist nicht, 0 ist nicht kleiner 0. Das ist hier die unterste Zeile, da passiert nichts. Für i gleich 1 passiert genau einmal was, nämlich für j gleich 0. Das ist die zweitunterste Zeile, wo eine Münze abgelegt ist. Für i gleich 2 passiert dann zweimal was, einmal für j gleich 0 und für j gleich 1. Das ist die drittunterste Zeile mit zwei abgelegten Münzen und so weiter und so fort. Das können wir uns nochmal in demselben Schema, wie wir es eben schon mal für die erste ineinander geschachtelte Vorschleife gesehen haben, hier nochmal anschauen. Da sehen Sie eben erstmal gar nicht, habe ich jetzt gar nicht mehr hier angezeigt, für i gleich 0 passiert gar nichts, das habe ich hier eben ausgelassen. Für i gleich 1 passiert einmal was, für i gleich 2 passiert zweimal was und so weiter und so fort. So kommt dann eben die Dreiecksgestalt zustande.